Arbeiter auf dem Weg zu den Textilfabriken. Bangladesch gilt inzwischen als Vorzeigeland für moderne, umweltfreundliche Produktionsweisen. Wir schauen uns eine Färberei nahe der Hauptstadt Dhaka an. Die Firma Mitela produziert unter anderem für europäische Marken wie C&A, H&M und Zara. Alles höchster Öko-Standard. Hier wurde viel investiert. Aber nur so geht's, erklärt man uns. Von unserer Seite aus müssen wir uns für die nächste Generation, für die Zukunft einsetzen. Ranjin Kumudash zeigt uns seine hochmoderne Kläranlage. Statt die Brühe aus dem Färbeprozess in den Fluss zu leiten, wird das Wasser wieder aufbereitet und gereinigt. So soll es sein. Aber lohnt sich das auch für die Fabrik? Das ist sehr traurig. Wir bekommen keinen einzigen Cent extra. Das sollte definitiv anders sein, auch aus Sicht der Marken. Sie sollten sich beteiligen, denn wir sind eine grüne Fabrik und haben viel investiert. Investitionen, die der Umwelt zugutekommen sollen. Aber funktioniert das System? Wie geht es den Flüssen hier in Dhaka? Wir sind am Dhaleshwari und treffen Sharmin und sein Team. Einige der letzten Fischer. Andere Flüsse, erzählen sie, sind schon lange tot. Und auch hier kaum noch Fische. Ausgerechnet, nachdem sich die Textilfabriken hier angesiedelt haben. Über 4000 Fischer haben angeblich schon aufgegeben. Vor 10 Jahren war das Wasser richtig gut. Wir hatten tausende verschiedene Fische. Seit die Industrie hier hingezogen ist, wird es immer schlimmer. Die Fischer zeigen uns, was in ihren Augen die Ursache ist. Abwasserrohre aus den Fabriken. Quasi überall ragen sie in den Fluss. Das Wasser sieht dreckig aus. Es stinkt nach Chemie. Aber wie ist die Qualität des Wassers? Wir nehmen Proben an unterschiedlichen Stellen, aus dem Dhaleshwari und aus einem weiteren Fluss. Wir wollen das Wasser untersuchen lassen, auf Schwermetalle und den Sauerstoffgehalt. Es besteht wenig Hoffnung, denn das, was hier wie Regen aussieht, sind faulige Gase. Die Ergebnisse unserer Wasseranalyse zeigen wir später Jenny Walter-Toss vom WWF. Der eine Fluss ist komplett tot und der andere ist fast tot. Also es ist einfach, die Proben sind zum Beispiel bei den einen Werten, das ist 100-fache über dem Wert, den die europäischen Flüsse haben. Und damit heißt es, dass eigentlich gar kein Sauerstoff mehr in diesem Fluss vorhanden ist. Und damit keine Fische mehr leben können, keine Wasserpflanzen, nichts. Also die Menschen können das Wasser selbstverständlich nicht trinken. Im Vorzeigeland Bangladesch ist offenbar wenig besser geworden. Und auch in anderen Ländern in Asien leitet die Textilindustrie ihr Abwasser ungeklärt in die Umgebung. Die Flüsse dort mal rot, mal blau, mal lila. In vielen Teilen gilt das Grundwasser als nicht trinkbar. Trotzdem wird es für Ackerbau und Viehzucht genutzt. Doch wie kann es sein, dass sich hier so wenig ändert? Es soll doch zahlreiche Fabriken geben, die sich an die Umweltstandards halten. Wir fragen einen Experten, der die Textilindustrie in Bangladesch untersucht hat. Die Anzahl solcher Fabriken ist begrenzt. Die Mehrheit der Fabriken benutzt Rohmaterialien, die den Umweltstandards nicht entsprechen. Außerdem sagt er, auch wenn eine Kläranlage da sei, werde sie nicht immer benutzt, denn das sei teuer. Eine Angst, die Fabrikbetreiber haben, ist, wenn sich eine Fabrik nicht an das Gesetz hält, sprich die Kläranlage ausschaltet, dann ist sie profitabler als die, die sie laufen lässt. Es gibt ein Dilemma. Fabriken, die das Gesetz brechen, hätten einen Vorteil. Aber das würde ja bedeuten, wenn westliche Kleidungsmarken auf Umweltschutz verweisen, ist das nicht unbedingt viel wert. Das möchten wir mit eigenen Augen sehen und machen uns auf die Suche nach einer solchen Fabrik. Dafür geben wir uns als deutsche Designer aus, die einen Auftrag zu vergeben haben. Wir lassen uns eine Färberei zeigen. Der Chef präsentiert uns auch seine Kläranlage. Und tatsächlich, sie ist ausgeschaltet. Trotzdem werden jede Menge Sachen gefärbt und gewaschen. Für ihn kein Problem. Er möchte mit uns ins Geschäft kommen. Später erfahren wir, dass die Behörden die Färberei sogar offiziell geschlossen haben, wegen Umweltverstößen. Sie arbeitet einfach weiter.
Und das ist wohl kein Einzelfall. Trotz eingeführter Umweltstandards, das Wasser wird weiter vergiftet. Die Lebensgrundlage der Fischer. Ja, ziemlich heftiges Thema, aber auch ein sehr wichtiges, wie wir finden. Wenn ihr von euren Erfahrungen berichten wollt oder was das bei euch ausgelöst hat, dann macht das zum Beispiel einfach in den Kommentaren. Und wenn ihr erstmal was anderes sehen wollt, hier gibt es noch 2 Videos. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann noch gerne hier abonnieren und nicht die Glocke vergessen, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt.